Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ich bin mal wieder hochmotiviert. Wir machen weiter mit dieser Shisui-Aufgabe. Ich habe mir Fotos gemacht von den Texten, die er gesagt hat, dass ich ja nichts falsch mache. Niniki. Okay, bei Niniki muss ich antworten. Jetzt komm, scheiß Handy, mach mal hin. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Oh nee, jetzt ist im Chaos des Feindlichen blühen wir auf. Im Chaos der feindlichen Flut schwimmt, nein, blühen wir auf. Der stille Shinobi muss sich nicht in Höhlen verstecken. Nicht in Höhlen verstecken, was? Bedecken oder verstecken? Ah, verstecken, okay. Wir kümmern uns um nichts als um Beobachten und Warten. Ah, gut, da gibt es ja nur eins mit Beobachten. Bis der Feind seine Tore öffnet. Ein Verbündeter, was ist los? Gibt es eine Nachricht aus Konoha? Du erklärst ihnen die Einzelheiten. Also wird die Infiltrierung beendet? Alles klar, ich kehre sofort zurück. Es ist dir gelungen, den Spion zurückzubefördern. Gut, jetzt müssen wir nur den anderen finden. Jetzt ist die Frage, wo war noch mal ein anderer? Das habe ich mir nämlich leider nicht kein Foto gemacht. Suchen wir einfach mal, oder? Würde ich mal sagen, ich suche einfach mal. Shinobi. Ein Shinobi von der Anbu. Shinobi. Was, irgendwas mit Adler war es, glaube ich. Adlerufer, irgendwie so um den Drang. Wir suchen einfach mal. Ach man, Kakashi, steht das Zerbusterschwert einfach mal, muss ich echt sagen. Das ist echt cool. Okay, ja, ich glaube, wir haben ihn schon. Ja, da ist er ja. Tja, scheiße. Das könnte es sein, dass Hus, wenn du nach den Himmel strebst, erwisse um Weisheit, um deinen Geist zu stärken, erwiderst du mit trainier deinen Körper. Wenn sowohl Himmel als auch Erde dir gleichzeitig offen steht. Stets zurück und die richtige Gefahr führt den Weg der Rechtschaffenheit. Weg des Rechtschaffenen. Dieser Mensch ist der geheime Pfad, der uns ab heute führt. Das Passwort ist ein anderes, ich muss mich getäuscht haben. Wie verwirrend, wenn jemand so etwas hat. Aha, okay, das hat mir ja jemand geschrieben in den Kommentaren, den ich jetzt nochmal vor und nachlesen muss, dass hier ein Fehler ist bei der Übersetzung. Also beziehungsweise, dass im Prinzip die Platzierung von diesen Sätzen, die Antworten falsch ist. Muss gerade mal gucken, bei welchem Part das war. Dabei latsche ich mal ein bisschen umher. Ich darf nämlich den Scheiß jetzt nochmal machen. Da freuen sich die anderen Let's Player natürlich auch. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, welcher Part das war. Ah ne, ein Online-Part war es auf jeden Fall nicht. Was der... Überhaupt, wenn ich doppelte Kommentare lese, also dieselben in anderen Parts, das nervt mich dann tierisch. Ja, richtig geil. Ich kann mich jetzt leider nicht konzentrieren. Überhaupt nicht. Mal gucken, welcher Part war das. Ah ja, genau, da habe ich ihn. Bei dem dritten Okagen gibt es einen Bug-Übersetzungsfehler, weshalb du bei den Spionen aus der großen Adlerklippe Arang die ersten drei Male die mittlere Antwort und bei der letzten Frage die letzte. Okay. Danke an Isuna065, der das geschrieben hat. Wobei, ich sollte mich vielleicht nicht vorerst bedanken, wenn ich noch nicht weiß, ob das jetzt wirklich wahr ist oder falsch ist.
Aber ich denke mal nicht, dass er mich anlügen würde, weil es wäre dumm. Oh, ich kann das noch nicht mal überspringen. Was ist das für eine Scheiße? Aber ich finde es lustig, dass hier halt wieder. Ey, wisst ihr, Namco Bandai und ihre Fehler, das ist abnormal. Ohne Spaß. Heidi Gosh Shisui. Auch noch bei der letzten Mission, die ich mal machen kann. Müssen die einen Fehler machen. Wisst ihr, wie nervtötend sowas ist? Wenn man tausendmal rumlatschen muss. Ich denke mir, ihr wisst, wie nervtötend das ist. Ja. Egal, jetzt machen wir nochmal den gleichen Scheiß wie vorher. Hui, 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 hui. So. Meine Fresse, bin ich froh, wenn ich fertig bin mit dem Projekt. Ich freue mich mehr auf Storms 4 dann. Wobei, jetzt kommt erst noch Dragon Ball Xenoverse. Und wenn es was gibt, was ich mehr mag als Naruto-Spiele, sind es Dragon Ball-Spiele. Ja. Dann gehen wir mal wieder zum Steinufer. Also dreimal die mittlere Antwort und bei der letzten Frage die letzte. Okay, das kann ich mir ja locker merken. Ich denke mal, das wäre kein Problem. Achso, fuck. Aber bei dem weiß ich das natürlich jetzt wieder nicht auswendig. Dann muss ich mal nochmal kurz wieder auf meine Bilder gehen. Okay. Blühen wir auf. Im Chaos der Blühen wir auf, glaube ich, war's. Jetzt kommt Handy. Boah, ich hasse es. Das lädt manchmal so lahmarschig. Dann könnte ich jemanden erschießen. Blühen wir auf? Nicht in Höhlen verstecken? Beobachten und warten, bis der seine Tore öffnet. Okay, dann haben wir das jetzt. Und beim anderen sind es dreimal Mitte und einmal das letzte. Okay. Hätten die doch nur so eine Düse. Wieso kann man hier nicht düsen? Im Kampf gehst du raus. Schaka und dann rennen. Einfach Hochspeed. So eine richtige freie Welt. Meine Fresse. Ich hoffe, die kriegen das bei der Next Generation, denke ich mal, hin. Wenn überhaupt Storms 4 für die Next Generations noch erscheint. Es kann auch sein, dass das noch für die PS3 erscheint. Wobei, wenn sie es für alle erscheinen lassen, ist mir das auch ziemlich egal. Ich meine, Naruto kommt ja jetzt auch für PC immer raus. Was ich gut finde. Ist zwar mir egal, aber es ist gut, dass andere Leute das dann auch mal spielen können. Wobei ich noch keinen gesehen habe, der die... Genau wie ich dachte, ein Verbündeter. Und worum geht's? Okay, lass die anhalten. Also die Infiltration aufgeben werden. Schade, der aber Befehl ist Befehl. Ich werde nach Hause gehen. Melde dich bei Shiso im Bericht. Ja, okay, mach ich. Ei, Sir. Ja. Ich bin leider immer noch ganz leicht erkältet, aber es ist leider nur die... Was heißt leider? Es ist Gott sei Dank nur die Nase. Aber es ist ganz schön nervend. Ich hätte lieber Fieber. Mit Fieber könnte ich besser umgehen. Kopfschmerzen ist zwar nervtötend, aber das würde mich beim Let's Play nicht so arg hindern. Aber egal. So. Dann holen wir jetzt Shisui und dann gehen wir gleich zum A-Bereich und machen mit der Mission weiter. Ich denke mal, die letzten Trainingsmissionen werde ich noch in diesem Part hinkriegen. Sag euch, so lange wird das nicht mehr gehen. Nebenbei, für die Leute, die hier immer, die eigentlich meine Parts wirklich von Anfang bis Ende angucken, ihr könnt, ich tue ja Entana Sonata ja gerade Let's Playen. Ich tue es ja privat hochladen, dass ich es verplanen kann. Wenn es euch interessiert, wie viele Parts aber es schon gibt, gibt's die Playliste schon. Die sind zwar alle private Videos, ihr könnt sie nicht angucken, aber wenn es einen interessiert, wie viele Parts ich schon gemacht habe, könnt ihr das immer in der Playliste dann sehen. Hey, du hast es also geschafft. Danke für deine Hilfe. Damit können wir verhindern, dass Irritationen entstehen. Ich möchte dir ebenfalls danken. Hiruzen, ich habe nichts Falsches gemacht. Das verstehst du doch, oder? Ich verurteile dich nicht, was du getan hast, Danzo. Wir müssen einfach nur darauf achten, was wir wann unternehmen. Aber wie soll ich dir nur danken? Dritte, darf ich diese Person helfen?
Ich glaube, das würde sich als nützlich erweisen. Du meinst, also gut, ich bin einverstanden. Danzo, du wirst ebenfalls helfen. Was, ich bin... Das Konzept, dass man anderen hilft, ist doch in unseren beiden verwurzelt, oder? Wir sollten ebenfalls helfen. Also, wenn es was gibt, das du brauchst, gib einem von uns Bescheid. Ich freue mich darauf, an deiner Seite zu stehen. So, jetzt haben wir eigentlich alle Charakter. Hirusen, Danzo und Shisui. Und natürlich eine neue Mission. Verdammte Sch... Wenn ich was hasse, sind es diese Kackmissionen, ey. Ich meine... Okay, man muss schon zugeben, dass diese Missionen nicht so dumm sind, weil die sind ein bisschen anders. Und da wird mindestens mal ein paar andere Texte kommen, da wo man lesen kann. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf mehrere Missionen. Ich will irgendwie, dass das fertig ist. Und ich muss ja noch im Rang A alle Missionen machen, im Rang S alle Missionen machen und alle Herausforderungen im Rang A und auch im Rang S alle Herausforderungen noch machen und dann noch das S-Plus-Turnier machen. Wobei ich das S-Plus-Turnier echt ganz am Schluss machen werde. Mein Glück ist, dass ich jetzt natürlich Kakashi eigentlich als Main-Charakter genommen habe. Also ich habe immer einen guten für dieses scheiß Kugi-Wettbewerbsturnier. So, jetzt will ich aber gucken, was ich dafür bekommen habe. Ja, Mann, das ist fertig. So, ich will jetzt aber was Anständiges dafür bekommen, du Pisser. Los! Oh, offenbar hast du ein Thema schon recht gut bearbeitet. Metallstange. Oh, offenbar hast du ein Thema komplett geschafft. Narutos Schrift. Was? Eindrucksvoll, das sind überaus beachtliche Ergebnisse. Aber einige Themen sind immer noch nicht abgeschlossen. Ah, nee, echt verzähl. Hätte ich nicht gedacht. Okay, Narutos Schrift. What? Okay. So, okay. Dann gehen wir jetzt zum A-Bereich. Wo ist denn der Turnierfeld? Gott sei Dank gibt es bei S Plus keine Mission. Wo, warte, 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 warte mal. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Gibt es bei S Plus überhaupt keine Mission? Herausforderungen gibt es auf jeden Fall keine. Hat drauf geschissen. Komm, wir machen jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. So, Trainingspartner gesucht. Es sind nur noch drei Stück hier. Das heißt, drei normale Kämpfe. Es ist schon eine Weile her, dass seit ihr anscheinend mit dir gekämpft haben, not mehr. Mein Yintan hat dich lange leben lassen, aber jetzt solltest du uns das volle Ausmaß deiner Kraft zeigen. Wichtig ist allein der Glaube, den man in sich trägt, Lord Mo. Das werde ich dir in den Kopf beweisen. Ja, ich verstehe mal meine Stimme, dass es ein bisschen spaßiger ist. Aber... los. Ich kann nicht so gut Stimmen imitieren. Ich bin in sowas leider scheiße. So, dann so nehmen wir jetzt mal einfach und Hiro. Shisui. Immer Wachentyp. Kampf beginnen. Hallo SpongeBob. Kannst du bitte nochmal schnell rappen? Nö. Ah, wie gesagt, ist ein trauriger Versuch, Stimmen hier nachzumachen. Führe einen 15-Treffer-Kombo. No Problem, Alter. Mache ich locker. Muss nur gucken, dass dein Tauschschutz weggeht. Dann hau ich dir eine Dragon Fist-Kombination in the face. Ah. Onoki. Mann, nerv mich nicht. Boah, Onoki, wir haben's verstanden. Hier, Luftschuss. Okay, Onoki. Ah, cool, der trifft mich halt einfach mal da hinten. So, egal, jetzt ist aber. So, 15 Treffer-Kombo haben wir. Alter, wie viel Chakra braucht Kamui? Ah, Onoki hat das ja echt noch erwischt. Sah erst gar nicht so aus. Ah, fuck, Alter.
Onukis Packen hasse ich übel. So, du Pissnäcker. Ah, ich kann das jetzt zweimal machen. Oh, das trifft auch nie, Alter. Und tschüss, Onuki. Brav, brav, brav. Ach ja, der jetzt fängt auch noch das Husten an. Ja. Jetzt werden eigentlich die Parts sogar noch linearer als vorher, weil jetzt habe ich gar nichts mehr auf der Map zu tun. Gar nicht überall, allerdings sind unsere Kräfte nicht. Autsch, mein Rücken. Onuki, wenn du älter werden willst, solltest du vielleicht erstmal dein Rückenproblem behandeln lassen. Ja, Onuki, du und dein Rückenproblem, das war schon immer so eine Sache für sich. Weil es jetzt in der Map nichts mehr zu tun gibt, also im Prinzip sieht er jetzt nur noch Missionen. Ich werde eigentlich im Prinzip nur noch an einer Stelle sein und jedes Mal bestätigen, kämpfen. Das wird jetzt die ganze Zeit so gehen. Also erwartet jetzt nicht mehr viel. Ab jetzt ist es richtig linear. So, machen wir gleich die nächste. Ah. Und dann wieder so viel Kampfkugelwettbewerb. Ich könnte richtig rausrasten, wegen so noch Scheiße. Es ist doch in Ordnung, es nur mit diesen einen aufzunehmen, oder? Oh nein, kommt gar nicht in Frage. Diesmal ist es an mir, die Lorbeeren einzuheimsen. Naja, warum versucht ihr es dann nicht mit Gewalt? Schließlich bist du der Mitsukage, oder? Du musst lernen, was man sagt und was nicht. Junge, was ist nur mit der jungen Generation los? Dann werde ich dir mal zeigen, was ich so drauf habe. Aber mach dir nicht gleich in die Hose, hörst du? Ach, halt die Fresse. Als ob ich Angst habe vor so einem... Was weiß ich. Vom Wasser. Wasser, Alter. Wasser. Wasser, Alter. Wasser. Tch. Was willst du mir schon tun? Oh, mir Wasser ins Auge spritzen? Boah, ich krieg Angst. Mich ertrinken lassen. Na, das wird aber auch schwer. Was für eine Kombo eigentlich? Wieso so Getsu, Alter? So Getsu. Na fuck, ich habe jetzt nicht geguckt, was die Kampfbedingungen waren. Ach so, hat eine Lebensanzeige über 40%. No problemo. Lightning Blade. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Ja, das war schon mal so Getsu. Wie er sich cool fühlt, weil er mit seinen Fingerspitzen Wasser schießt. Du Lackaffe, Alter. Na, ich kann auch Wasser, hä? Da schaust du jetzt. Ach Mist, ich dachte, Rock Lee trifft das Wasser. Nein, mit Hattrick. Das war so geil wieder. Ich konnte nichts mehr drücken. Weil ich den Modus ausgeschaltet hatte. Autsch. Boom. Pissenecke. Pissenecke einfach nur. Pissenecke. Hast du es gehört? Pissenecke. Jetzt kriegst du richtig Strom in die Fresse. Und wie so zieht Kamui eigentlich so wenig ab? Können wir das mal erklären, wieso Kamui so schwach ist? Hm.
Jetzt komm, mach mal hin. Scheiß Ladezeiten, Mensch. Ja, ich werde jetzt wie ihr ja seht, kommen jetzt nicht mehr so viele Parts am Tag hoch. Autsch, wir haben verloren. Das war ja grauenhaft. Dir fehlt jeglicher Charisma für den Kampf. Was zum Teufel meinst du denn mit Charisma? Sieh mir in die Augen, kannst du es sehen? Charisma in raue Mengen. Fangen wir erst mit den Grundlagen an. Als erstes rasierst du deine Augenbrauen. Ich sehe mich wohl lieber nach einem anderen Partner um. Was? Augenbrauen rasieren? What the fuck? Was ist los mit denen? Was ist denn los mit denen? Mann, oh Mann, oh Mann. Alles ist behindert. Ich mag Käsebällchen, du magst Käsebällchen. Isst du keine Käsebällchen, bist du lahm. Ich sag's dir, wenn du keine Käsebällchen isst, bist du lahm. So, letzte Mission von Arbeit, von Partnersuche. Zeig mir die Kraft, die du diesen... Ach, schon wieder die drei Lappen, Alter. Die hatten wir doch vorher schon. Ist gar nicht so lang her. Die schwarze Fraktion. Okay, scheiß drauf, jetzt sind wir mal noobig. Jetzt sind wir richtig noobig. Wir nehmen Kimimaro. Und wen nehmen wir noch? Ja, und den Raikage. Der Raikage. Was laber ich da? Ich kämpfe gegen den Raikage. Der Kassekage. Nehme ich jetzt als Hilfscharakter so, dass ich den übelst mit dem Spam kann, mit ultimative Jutsu, dass der Kampf jetzt schnell vorbeigeht. Ich würde natürlich ein paar Dreck im Fist-Kombination machen, Alter. Schalom. Und dann hau ich ihn rein auf den Gosch. Und gib ihm noch einen Punchline mit, dass der Killer B auch eins auf die Fresse kriegt. So. Believe it. Ach, Jutsu viermal jetzt ohne Spaß. Lightning Blade. Die verlangen ja das sogar, dass ich spamme. Ist ja furchtbar. Ja, mach mich doch nicht nach. Stand er da eigentlich trifft viermal oder soll ich es viermal einsetzen? Lol. Wieso hat denn das jetzt eigentlich getroffen? Ja, egal. Jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen normale Kombos machen. Na, verdammt, ich hab's zu früh gedrückt. Wie das mal nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Ah, Junge. Ah, okay. What the fuck, was war das? Kamui. Lightning Blade. Hat eigentlich Kakashi jemals so eine geile Kombo in einem Anime gemacht? Ich glaube nicht. Boah, der Raikage, geh mir nicht auf den Sack. Tschüss. So. Das war's dann auch mit diesen Trainingseinlagen für beim A-Bereich mindestens. So, jetzt muss ich erstmal die scheiß Bilder wieder löschen. Oh, solch ein Kampf vor Vaters Augen. Anscheinend waren unsere Gegner diesmal stärker, aber die Kombination, die ihr gezeigt habt, waren wirklich gut. Mir scheint, um die Zukunft unseres Dorfes muss ich keine Sorgen machen. Vater. Ach, Opi, mach dir keine Sorgen. Mit uns blickt das Dorf auf einen großartigen Guest morgen. Sorgen auf morgen. Echt, Kirby? Okay.
Egal, Leute, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part mache ich dann die Kampfkugelwettbewerbe. Und danach kommt die Herausforderung, was auch der Kampfkugelwettbewerb ist. Und, boah. Ihr hört meine Motivation. Aber ist ja nicht mehr viel, bald sind wir fertig. Wobei ich, sowieso die letzten Parts werden dann wieder richtig gut, weil dann mache ich diese Extra-Mission. Und dann das S-Turnier, was dann eigentlich auch wieder ganz okay ist. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Hashtag Mauzi.